Gebäude können spannende Geschichten erzählen. Von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprechenden Mauern. Heute wollen wir uns einmal mit einem ganz spannenden Thema auseinandersetzen, und zwar wie der Strom bei uns in die Häuser kam. Es geht um die Elektrifizierung unserer Heimat. Die Geschichte der Elektrizität oder beziehungsweise der Erforschung der Elektrizität, die beginnt im 18. Jahrhundert. Menschen wie beispielsweise der berühmte Italiener Galvani, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt, weil nach dem das sogenannte Galvanisieren benannt wurde, oder auch Alexander von Humboldt, haben damals damit angefangen, mit Strom zu experimentieren. Den hat man damals mit sogenannten Handgeneratoren oder Handdynamos hergestellt, um eben am Ende herausfinden zu können, wie die Elektrizität funktioniert und noch wichtiger, ob sie denn eventuell das Geheimnis des Lebens sein könnte. Denn damals ging es genau darum, man wollte verstehen, wie Leben funktioniert, und die Elektrizität hat da doch in eine ganz spannende Richtung gewiesen. Das hat im Übrigen im 19. Jahrhundert, kleine Anekdote am Rande, die Mary Shelley noch eben sehr, sehr stark kritisiert, weil sie gesagt hat, wenn der Mensch auf den Spuren der Elektrizität wandelt, und eben am Ende sogar die Meinung hat, dass er durch Elektrizität Leben erschaffen kann. Galvani hat es mit den berühmten Froschschenkel-Experimenten ja nachweisen wollen, dass eben Bewegung und Leben durch Elektrizität überhaupt erst entstehen können. Dann, so Shelley, dann würde der Mensch am Ende durch seine Hybris zugrunde gehen. Das hat sie durch das wunderbare Werk Frankenstein darstellen wollen. Also daran merkt ihr schon, wir bewegen uns auch in einer ganz, ganz spannenden Zeit der Wissenschaft, der Forschung und eben auch in einer Zeit, in der der Mensch versucht hat, seine eigene Position innerhalb der Schöpfung ein Stück weit neu zu definieren. Wichtig ist jetzt, dass schon Benjamin Franklin herausbekommen hat, dass die Elektrizität eben kein, ich sage jetzt mal, von Gott geschaffenes Wunder ist, je nachdem, wie man es definieren möchte, sondern eben, dass sie ein Teil der Natur ist. Weil man dazu natürlich sagen muss, was ist die Natur anderes als ein Wunder? Ja, das ist ja vollkommen klar. Und insofern hat jetzt Benjamin Franklin damals mit diesem berühmten Blitzexperiment, kennt ihr schon, ne? Er hat einen Drachen steigen lassen, wo ein Schlüssel dran war, und hat dadurch eben Blitze angezogen, nachweisen können, dass Elektrizität in gewisser Hinsicht Teil der Naturwissenschaften sein muss. Nicht etwa also der Theologie oder eben auch der Religion, sondern der Betrachtung der natürlichen Abläufe, die den Menschen umgeben. Und insofern war es ziemlich logisch, muss man ehrlich sagen, dass man relativ schnell damit angefangen hat, die Elektrizität als beherrschbar wahrzunehmen. Schon Ende des 18. Jahrhunderts hat man beispielsweise auch in Bayreuth damit begonnen, erste Blitzableiter unter anderem auf dem Neuen Schloss oder auch auf anderen großen Gebäuden zu installieren, weil man nun eben mit einem mal wusste, dass Blitze nicht etwa eine Sendbotschaft Gottes sind, der mir eben ausgeliefert ist, sondern dass man sie beherrschen und eben auch, dass man sich vor ihnen schützen kann. Der nächste Schritt war jetzt der, die Elektrizität am Ende eben auch nutzbar zu machen für Anwendungsbereiche, die dem Menschen zugutekommen können. Und das vergleiche ich tatsächlich immer recht gerne ein bisschen mit Prometheus aus der griechischen Mythologie. Der hat ja damals auch den Göttern, so jedenfalls sagt die Legende, das Feuer gestohlen, um es den Menschen zu geben. Und so ähnlich war es jetzt eigentlich auch bei der Elektrizität. Man hat also angefangen, dieses Phänomen in Anführungszeichen so gut zu verstehen, dass man am Ende auch überlegen konnte, wie man es für die eigenen Ziele einsetzen kann. Und dazu gibt es eine ganz fantastische Darstellung an einem ehemaligen Elektrizitätswerk, und zwar dem in Münchberg. Da kommen wir gleich genauer noch einmal drauf zu sprechen. Das steht noch, da sind mittlerweile die Stadtwerke drin, und vorne am früheren Verteilerturm, da gibt es bis heute eine Tafel, und darauf könnt ihr sehen, wie die Hand Gottes aus den Wolken den Blitz herabreicht, der nochmal eben unten in die Strommasten reinfährt und damit dem Menschen zu Willen gemacht wird. Und das, finde ich, ist eine phänomenale Darstellung, die eben auch sehr gut zeigt,
welche Achtung, ja, welchen Respekt man damals, gerade in der Frühzeit der Elektrifizierung, eben auch noch vor dem Strom hatte. Man war von heute auf morgen in einer neuen Welt durch die Nutzbarmachung von Strom. Durch die Nutzbarmachung von Elektrizität hat man es jetzt plötzlich zusammengebracht, auch die Entwicklung wirtschaftlich, gesellschaftlich meilenweit nach vorne zu bringen. Und genau das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Die ersten Versuche zur Nutzbarmachung der Elektrizität, beispielsweise eben in Form der Generierung durch Generatoren und Dynamos oder dann eben auch der, ich sage jetzt mal, dem Abrufen in Form von Elektromotoren und der Umwandlung von Elektrizität in mechanische Energie, die gab es schon in den 1860er Jahren. Da ist insbesondere ein Werner, später von Siemens, ganz, ganz weit vorne mit dabei gewesen, der jetzt halt eben dazu beigetragen hat, Strom als Kraftlieferant oder als Kraftübertragungsart gesellschaftsfähig zu machen. Und es ist deswegen so interessant, weil auch bei uns hier in der Region in den 1890er Jahren, also sagen wir mal, da sind die Historiker immer ganz einfach, wir sagen immer rund um die Jahrhundertwende, auch bei uns die Firmen eben angefangen haben, Elektrizität zu nutzen. Wir haben uns darüber schon mal unterhalten bei der Weberei Stöckel und Grimmler. Bei denen war es ein bisschen später der Fall, erst in den 1950er Jahren. Aber die meisten Firmen haben schon rund um die Jahrhundertwende damit begonnen gehabt, anstelle von Transmissionen die Kraft, die sie mithilfe der gigantischen Dampfmaschinen erzeugt haben, in Form von Strom, von Elektrizität durch die Firmen zu schicken und sie dann eben überall dort, wo sie sie gebraucht haben, mit kleineren Elektromotoren wieder abzugreifen. Und es zeigt eben schon, dass auch dabei die Industrialisierung wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Parallel zur Übertragung von Kraft innerhalb der Firmen hat man sich jetzt allerdings auch schon ziemlich schnell damit auseinandergesetzt, dass es gerade in Webereien oder auch in Spinnereien, wo natürlich ganz oft auch Textilfasern durch die Lüfte schweben, ziemlich gefährlich sein kann, wenn ich da mit Petroleumlampen oder mit offenem Licht experimentiere. Und deswegen hat unter anderem eben auch die Aktienfärberei in Münchberg schon ziemlich früh damit begonnen gehabt, anstelle von diesen alten offenen Flammen auf elektrisches Licht zu setzen, wobei man eben den Strom dafür, wie erwähnt, anfangs selbst produziert hat. Wichtig ist jetzt, dass die Elektrifizierung oder die Nutzung der Elektrizität ausgreifend von den Firmen eben relativ schnell auch ein Bestandteil der sogenannten Urbanität wurde. Darüber haben wir uns schon mal ganz kurz unterhalten. Urbanität bedeutet, die Menschen, die in einer industrialisierten Gesellschaft leben, die wollen auch selbst in gewisser Hinsicht was davon haben. Die wollen beispielsweise gute Wasserversorgung, gute Abwasserentsorgung haben. Die wollen aber auf der anderen Seite eben auch in die, ja, wie soll ich sagen, in diese neuen Lebenswelten reinstürmen dürfen, und dazu gehörte eben die Elektrizität. Das erklärt, warum schon Ende der 1890er Jahre nicht allein die Firmen und Fabriken sehr stark auf diese neue Art der Krafterzeugung gesetzt haben, sondern warum eben in der gleichen Zeit auch die Kommunen angefangen haben, sich Gedanken zu machen, ob denn nicht auch sie Elektrizität für ihre Zwecke einsetzen könnten, insbesondere eben für die Beleuchtung der Straßen. Und da war die Firma des vorhin erwähnten Werner, mittlerweile von Siemens, ganz, ganz wichtig. Siemens und Halske war damals eine der weltweit führenden Anbieter von Stromproduktionsanlagen, und die haben jetzt halt auch ganz geschickt natürlich die Städte darauf angesprochen und gesagt, ey, wollt ihr das halt auch einmal probieren? Wir hätten da was im Angebot, wir würden euch entsprechend ein E-Werk bauen. Die ersten Städte, die dieses Angebot wahrgenommen haben, soweit ich es jetzt sagen kann, waren unter anderem eben Hof und auch Münchberg. Also man sieht schon, die industrialisierten Städte, die gingen da ein bisschen voran. In Hof beispielsweise ist 1900 ein E-Werk von Siemens und Halske gebaut worden. Parallel dazu hat man, haben wir uns ja schon mal beim Bahnhof ein bisschen näher angeschaut, auch das damals modernste Verkehrsmittel seiner Zeit mit nach Hof geholt, nämlich eine elektrische Straßenbahn. Auch die also ein Bestandteil der Urbanität für die Hoferinnen und für die Hofer gewesen. Wichtig ist jetzt, dass die Elektrifizierung dezentral abgelaufen ist. Es gab also keineswegs irgendeine große politische Anordnung zu sagen, wir müssen jetzt alles an der Strom setzen, sondern die Städte haben immer selbst entschieden, was sie machen wollen. Und gerade am Anfang dieser Elektrifizierung in den 1890er Jahren gab es eben auch noch viele Parallelentwicklungen. Da bietet sich jetzt Münchberg als Beispiel an. Vorher in den 1880er, 90er Jahren waren dort in den Straßen noch Petroleumlampen
im Einsatz gewesen. Die musste also tatsächlich jeden Abend jemand händisch zünden. Später gab es dann dafür mechanische Vorrichtungen, die waren mit Uhrwerken gekoppelt, das ist ganz spannend. Und die haben dann eben zu einer vorher eingestellten Zeit, musste natürlich aufgezogen werden, über Mechanik einen Funken erzeugt, der dann eben die Lampen gezündet hat. Da waren wir dann also schon mal etwas weiter gewesen. Aber jetzt in den 1890er Jahren, da haben die Münchberger gesagt, nee, wir haben die Firmen, wir haben die Industrie bei uns, da können wir doch jetzt halt nicht noch mit diesen Petroleumfunzeln da außenrum agieren, das funktioniert nicht, wir wollen neue, moderne Straßenlaternen haben. Und da gab es jetzt halt eben zwei Möglichkeiten. Die eine wäre gewesen, Gaslaternen einzusetzen und dafür eben ein Gaswerk zu bauen. Die andere Möglichkeit war die Elektrizität. Und jetzt ist es recht interessant, dass sich da wirklich ein kleiner Kampf in der Stadt entwickelt hat. Man war also gespalten. Die einen haben gesagt, Gas, das ist eigentlich nichts anderes als das, was wir jetzt schon kennen. Wir haben die Dampfkraft, wir haben die Kohle oder die Dampferzeugung mit Hilfe von Kohle. Auch Gas würde mit Hilfe von Kohle natürlich erzeugt werden müssen. Da gab es sogenannte Kohlegaswerke. Die anderen haben gesagt, nein, das Modernste ist jetzt die Elektrizität und darauf wollen wir entsprechend auch mit aufspringen auf diesen Zug. Am Ende hat sich sogar die OVZ, die Oberfränkische Volkszeitung, damit eingeklinkt und dann gesagt, man kann nur hoffen, dass eben wenn dann irgendwann einmal die elektrischen Straßenlaternen installiert sind, sie auch in die Dickschädel der Gasfanatiker hineinleuchten können, um denen entsprechend deutlich machen zu können, dass also nur der Strom und nur die Elektrizität das Nonplusultra sei. Am Ende hat man sich in Münchberg tatsächlich auch dafür entschieden, im Jahr 1901 war der Bau des ersten Münchberger Elektrizitätswerks, in dem sich eben mittlerweile die Stadtwerke befinden, abgeschlossen. Spannend ist, es war tatsächlich eine Art von Mischform, denn es wurde zwar Strom erzeugt, aber mit Hilfe von Gasmotoren. Ein 60 und ein 100 PS starker Gasmotor der MAN, der Maschinenbaufabrik Augsburg-Nürnberg, haben da drinnen gearbeitet und haben dann eben mit Hilfe von Technik, die wiederum von Siemens und Heizke geliefert worden ist, also ihr seht schon, die hatten da ein Stück weit ein Monopol drauf, Strom produziert. Und zwar am Anfang im 110 Volt Gleichstrom-Dreileitersystem. Das heißt also, die Spannung war noch nicht so hoch, wie wir sie heute haben, aber man konnte damit auf jeden Fall schon mal Leitungen in die Stadt legen, die jetzt halt drei verschiedene Zwecke erfüllt haben. Zum einen hat man natürlich damit eine neue, wie am Anfang erwähnt, elektrische Straßenbeleuchtung betreiben wollen. Das war also die öffentliche Leitung. Das zweite war jetzt halt die Privatleitung, die man gebaut hat. In Münchberg konnten sich von Anfang an auch Privatleute anmelden beim E-Werk, das im Übrigen von Beginn an durch die Stadt betrieben wurde. Das Hofer E-Werk hat Siemens und Heizke 20 Jahre als Unternehmergeschäft betrieben. Die Münchberger haben gleich gesagt, wir kaufen euch das ab und betreiben selber. Und diese zweite Leitung, also die war jetzt halt eben für die Privatabnehmer gedacht, für Licht. Die dritte Möglichkeit war jetzt aber auch, diesen Strom zu beziehen als Kraftlieferant. Und das ist deswegen ganz, ganz wichtig, weil demnach von Anfang an schon darauf Wert gelegt wurde, dass es Licht und Kraft gab. Kennt ihr vielleicht die Luk? Da ist es bis heute sogar noch im Namen mit drin. Licht und Kraft. Ja, auch da gab es damals ein Gaswerk, mit dessen Hilfe dann eben Energie produziert worden ist, sage ich einmal. Und das war eben in Münchberg auch der Fall. Das heißt also, man konnte sich auch als Privatabnehmer registrieren und dann elektrische Kraft beziehen. Und das war deswegen dermaßen wichtig, weil dadurch auch die Industrialisierung und die Mechanisierung kleinerer Betriebe möglich geworden ist. Als Handwerker beispielsweise konnte ich mir halt nicht einfach eine Dampfmaschine nebendran bauen, um meine Maschinen fortan mechanisch anzutreiben. Dafür brauchte ich Elektrizität. Jetzt musste ich die aber irgendwo herkriegen. Wie schon gesagt, eine eigene Kraftzentrale wäre nicht möglich gewesen, deswegen bezog man sie von außen. Und dadurch war es jetzt halt mit einem Mal möglich geworden, dass auch die kleinen Handwerker durch den Bau dieser E-Werke ihre Produktion mechanisieren konnten. Das heißt also, deswegen ist die Elektrifizierung auch ein so wichtiger Bestandteil der Industrialisierung, der Mechanisierung der Arbeit, weil es eben neben der Lichtproduktion auch die Kraftproduktion zentral in diesen Elektrizitätswerken organisiert damals gegeben hat.
Der Erfolg gab den Münchbergern schließlich recht. Innerhalb kürzester Zeit wurden nicht allein 135 Haushalte angemeldet, das wissen wir durch die entsprechend bestellten Stromzähler, sondern es gab auch über 1200 Lampen, die jetzt versorgt werden mussten. Das führte dazu, dass das System eigentlich von Anfang an komplett überlastet war. Man hat dann zuerst einen dritten Gasmotor angeschafft, der hat dann allerdings nicht so gut funktioniert, beziehungsweise war man mit den Gasmotoren generell nicht so zufrieden und deswegen wurde 1910 eine moderne Dampfmaschine der Marktredwitzer Maschinenbau Aktiengesellschaft vormal Heinrich Rockstroh angeschafft, die jetzt eben mit sagenhaften 120 PS in diesem E-Werk agiert hat und die damit den Strom für Münchberg und für die Bürgerinnen und Bürger geliefert hat. Wir sehen also, dass ausgehend von den Städten auch bei der Elektrifizierung quasi eine neue Entwicklung eingesetzt hat. Ja? Ausgehend eben von dieser Wahrnehmung der Elektrizität als Geschenk, als Wunder Gottes, hat man sie jetzt plötzlich als menschengemacht wahrgenommen oder eben sogar als von Menschen nutzbar wahrgenommen. Und deswegen ist es eigentlich für mich jetzt nicht unbedingt erstaunlich, wenn ich ehrlich sein darf, wenn man das ein bisschen im Hinterkopf behält, dass diese Elektrifizierung im nächsten Schritt in die ländlichen Regionen außenrum ausgegriffen hat. Es gibt beispielsweise auch in Sparneck einen sogenannten Strompionier, den wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und zwar heißt dieser Mann Hans Hofmann. Mein lieber Freund Klaus Bessert ist Nachfahre von ihm und hat sich mit seiner Geschichte schon sehr intensiv auseinandergesetzt. Deswegen die Infos, die ich euch jetzt gebe, die sind alle vom Klaus zusammengetragen. Ich bin aber mal so frei und fasse es kurz ein bisschen für euch zusammen, weil ich einfach finde, dass es in diesem Zusammenhang wahnsinnig spannend ist, sich auch solche, ich sage jetzt mal Tüftler, ein bisschen genauer anzuschauen. Hans Hofmann ist geboren worden 1872. In die Familie eines Kaufmanns in Spanik. Er hat dann eine Ausbildung gemacht, hat später das Geschäft seines Vaters übernommen, das mittlerweile um eine Postexpedition ergänzt worden war. Ja, das heißt also, die waren auch zuständig für den Verkehr von Postkutschen, von sogenannten Kariol-Postkutschen. Und Hans Hofmann war dann eben auch derjenige, der in den 1880er Jahren diese Postkaleschen, die ziemlich langsam unterwegs waren, durch modernere pferdegezogene Postomnibusse ersetzt hat. Da gibt es beispielsweise aus Hofen noch ein Foto, wie so ein Ding ausgeschaut hat. Das war jetzt also in den 1880er, 90er Jahren eigentlich das ja, für die ländlichen Regionen modernste Verkehrsmittel, das man zur Verfügung hatte. Um 1900 kam jetzt allerdings eine sehr große Konkurrenz auf den Markt in Form der neu gebauten Lokalbahnen. Auch Spanik wurde jetzt von Münchberg aus über Weißdorf mit angeschlossen an die Lokalbahn, ans Zellerbogerla. Und dementsprechend musste sich der Hans Hofmann jetzt umschauen, weil er gesagt hat, die Postomnibusse, die können da damit keineswegs konkurrieren. Das heißt, er hat ein neues Tätigkeitsfeld gebraucht. Und weil der Mann keineswegs dumm war, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, die Alten waren nie dämlich. Ja, die waren ganz im Gegenteil teilweise, was die Gedanken anbetrifft, sehr viel offener unterwegs als wir heutzutage, hat eben der Hans Hofmann gesagt, okay, Postomnibusse bringen es nicht mehr, ich sattle um. Und jetzt hat er angefangen, sogenannte Strohhülsen zu produzieren. Strohhülsen sind eine Art von Verpackungsmaterial gewesen, die man eben auch bei der Bahn gebraucht hat, denn da konnte man beispielsweise Porzellan oder andere zerbrechliche Produkte wunderbar drin auspolstern, damit die eben auf diesen huggeligen Pisten nicht kaputt gegangen sind. Für die Produktion dieser Strohhülsen hat sich der Hofmann eine kleine Fabrik gekauft, befand sich tatsächlich direkt neben dem Bahnhof in Spanneck und hat dort angefangen, die Produktion aufzubauen. Jetzt ist er allerdings ziemlich schnell drauf gekommen, dass auch bei ihm die Nutzung von offenen Flammen in Anbetracht der Strohhülsen, die da hergestellt werden, ziemlich gefährlich werden kann. Und deswegen hat er sich nach einer Alternative umgeschaut. Auf einer Messe in Leipzig ist ihm noch Elektrizität bzw. eben sind ihm elektrische Lampen vorgestellt worden. Und davon war er dermaßen begeistert, dass er gesagt hat, das brauche ich. Er hat sich einen Dieselmotor gekauft, einen Generator gekauft und hat etwas entfernt von der Fabrik, mitten im Ort Spanneck, in einem Haus damit begonnen, Strom zu produzieren. Zuallererst auch wiederum nur für seine eigene Fabrik. Also er war zu Beginn nur Unternehmer, ja? Nur in Anführungszeichen. Jetzt ist er allerdings ziemlich schnell darauf gekommen, dass die Produktionskapazitäten an Elektrizität seinem Nutzen oder eben dem, was er braucht, bei weitem übersteigen. Und deswegen ist er auf die Idee gekommen, den überschüssigen Strom einfach zu verkaufen. Er hat also angefangen, auch die Produktion von Energie als Unternehmer wahrzunehmen und hat jetzt zu Trunk gefragt, wer denn vielleicht ein bisschen Strom von ihm haben möchte.
Daraufhin hat er jeden, der wollte, angeschlossen, zuerst in Spanegg, und später hat er dann sogar damit begonnen gehabt, ein sogenanntes Überlandnetz aufzubauen. Er hat also von Spanegg aus, und das müsst ihr euch einmal vorstellen, 32 Ortschaften mit insgesamt über 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit Strom versorgt, zentral produziert in Spanegg, und dann eben mit Hilfe von Überlandleitungen, mit Trafohäusern und Umspannwerken etc. zu versorgen. Das war phänomenal. Ja, das gibt es in dieser Art und Weise wirklich sehr, sehr selten, dass eine Einzelperson, ein Privatunternehmer schon fast, solche großen Netze aufbauen kann. 1914 war er da damit eigentlich ziemlich fertig. Dieses Überlandnetz hat wunderbar funktioniert. Aber weil er eben die Eigenart hatte, diese Stromtrassen immer auf dem Pferd abzureiten, um zu schauen, ob damit alles in Ordnung ist, ist es dann 1914 passiert. Das Schicksal schlug zu. Er fiel vom Pferd und hat sich dabei dermaßen schwer verletzt, dass er seine Firma leider nicht mehr weiterleiten konnte. Das ist dann das Ende der Geschichte Hofmann. Später hat dann eben das Netz die BELG übernommen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Neben Spanegg ist jetzt aber eben auch Zell, muss ich natürlich kurz darauf eingehen, ein ganz spannendes Beispiel für die frühe Stromproduktion. Auch da gab es 1907 einen Unternehmer, der hieß Kohlmann. Wie genau er mit Vornamen geheißen hat, wissen wir bis heute nicht. Der stammte auch nicht aus Zell, sondern der hat nur eine nicht ganz gut funktionierende Weberei der Anfangszeit übernommen. Und hat dann eben gesagt, da baue ich einen Stromgenerator rein, den stecke ich an die Dampfmaschine an und damit kann ich dann eben Strom für meine Fabrik produzieren. Auch der ist auf die Idee gekommen, den Strom entsprechend anzubieten. Interessant bei Zell war, dass da die Kommune am Anfang überhaupt nicht mitgezogen hat. Ja, die Zeller Gmach hat gesagt, ach, wir haben unsere Petroleumlampen, die passen schon noch. Und deswegen waren es in Zell zuerst die Privatabnehmer, die damit angefangen haben, Strom von ihm zu beziehen. Unter anderem auch mein eigener Urgroßvater, der Watzkogel, der hat sich damals ebenfalls eine Stromleitung in sein Watzhaus legen lassen. Und das ist dann ganz einfach so gegangen, man ist eben hin zu dem Herrn Kohlmann, hat gesagt, man wollte gern Strom holen, dann hat in seine Mannschaft der Kabel, der Stross entlang gelegt, in das Haus rein. Da ist dann die Glieber reingeschraubt worden und wenn die wieder zurück zu der Fabrik gegangen sind, dann haben sie halt die Stromleitungen einfach in die Barmer reingeschmissen, Masten und so weiter, hat es damals in Zell noch nicht gegeben und fertig. Ja, solange die Dampfmaschine gelaufen ist, hat es dann auch Licht in die Häuser gegeben. Später hat man dann natürlich einen Akkumulator eingebaut, damit die Dampfmaschine irgendwann auslaufen konnte und Strom gespeichert wurde, aber am Anfang hat es tatsächlich halt nur so lange Licht gegeben, wie auch die Maschine gelaufen ist. Und das hat zu einer ganz spannenden Entwicklung geführt, denn im Jahre 1909 wollte der Schütz Verein in Zell einen Ball ganz im Schein elektrischer Lampen abhalten. Und das Problem war, damals war der Akkumulator noch nicht in Betrieb. Das heißt also, man musste dafür Sorge tragen, dass so lang wie der Ball geht, auch die Dampfmaschine läuft. Deswegen hat man von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Spende in Form von Kohle erbeten, damit eben noch der Heizer unten die Maschine am Laufen halten kann. Der Bote vom Waldstein, eine damals in Zell gedruckte Zeitung vor der Familie Unglaub, hat das Ganze dann sehr süffisant kommentiert. Da heißt es dann nämlich, das Elektrische hat nunmehr schon so weit Fortschritte gemacht, dass am vorigen Samstag bereits der Zimmerstutzenclub elektrisch tanzen konnte, worüber Männlein und Weiblein gleichmäßig elektrisiert gewesen sind. Da die Akkumulatorbatterie erst im kommenden Frühjahr in Betrieb gesetzt werden kann, so musste natürlich in der Kohlmannschen Fabrik, die den Strom liefert, die ganze Nacht durch die Maschine laufen, wobei 20 Zentner Kohlen verpulvert worden sind. Der Strom wurde auch in Zell von Anfang an für Licht und Kraft produziert, wobei eine Kilowattstunde 45 Pfennig gekostet hat. Wenig später hat man dann auch hier von Zell aus begonnen, die Ortschaften ein Stück weit mit anzuschließen, jedenfalls die umliegenden, und hat dann damit eben auch hier die Elektrifizierung quasi in die noch tiefere ländliche Region bringen können. Später hat dann auch die Gemeinde eingesehen, dass elektrische Straßenlaternen das Nonplusultra sind und hat die Petroleumfunzeln ad acta gelegt. Davon gibt es diese, wie ich finde, fantastische Quelle, eine Todesanzeige für die armen Petroleumfunzeln und zugleich eben der tolle Hinweis, dass die erleuchtete Ortsgemeinde voller Stolz die Geburt des elektrischen Jungen bekannt gibt. Das ist also eben auch sowas, das ist so eine kleine Anekdote, die diese frühe Geschichte der Elektrifizierung schreibt, da war man also wirklich ganz begeistert eben von solchen Neuerungen. Es war trotzdem eben auch die Wahrnehmung, dass es jetzt einen gigantischen Schritt nach vorne gehen kann, die wirtschaftliche und die gesellschaftliche Entwicklung.
Zell hat leider nicht so lange funktioniert, oder das Zeller E-Werk, wie jetzt das Spannegger, nur 2 Jahre, dann hat man sich schon dazu entschieden, sich doch lieber an das sogenannte Überlandnetz der BELG anschließen zu lassen. Und auf die müssen wir jetzt zum Schluss noch mal kurz eingehen. Die ELG ist die Elektrizitätslieferungsgesellschaft. Mit der hat das Königreich Bayern schließlich einen Vertrag abgeschlossen, um die Stromproduktion zu zentralisieren. Das war eine Fehlentscheidung, das wissen wir heutzutage. Man hat damals Anfang des 20. Jahrhunderts so viele kleine E-Werke gehabt, das wäre gerade noch heutzutage für uns phänomenal. Erinnert euch einmal, wir haben uns in einem Geschichtler schon mal das Hirschsprungkraftwerk angeschaut, ne, das bis heute ganz normal mit Wasserkraft Strom produziert. Solche Dinge gab es früher überall. Und jetzt hat man aber angefangen, diese kleinen E-Werke vom Netz nehmen zu wollen, weil man stattdessen große bauen wollte. Und dafür wurde jetzt eben die BELG gegründet, die Bayerische Elektrizitätslieferungsgesellschaft, die relativ schnell damit begonnen hat, diese kleinen Werke aufzukaufen, unter anderem eben auch das Zeller und das Spannegger, um es dann eben insgesamt zu großen Netzen zusammenzuschließen. 1915 hat die BELG dann eben auch den Bau des gigantischen zentralen Kohlekraftwerks bei Arzberg abschließen können, das jetzt eben nicht mehr nur so eine geringe Netzspannung hergebracht hat, sondern das eine Produktion von 12 Megawatt geliefert hat, die jetzt eben die gesamte Region entsprechend versorgen konnten. Das war ursprünglich Teil eines riesigen Plans, in Bayern neben Kohle auch Wasserkraft zentral zu Strom umzuwandeln. Der Plan ist leider bis heute nicht ganz aufgegangen, aber schon damals haben wir in diese Richtung gedacht. Und das ist eben zugleich auch das Ende unserer kleinen autonomen oder autarken Elektrizitätswerke, die in Anbetracht dieser größeren zentralen Stromproduktionen, die natürlich auch billiger waren als sie selbst, mit der Konkurrenz irgendwie nicht mehr mithalten konnten. Und das erklärt, warum heutzutage von diesen kleinen E-Werken eigentlich bis auf das Hirschsprungkraftwerk nur noch einige ausgewählte, beispielsweise in alten Mühlen, existieren, während die kommunalen Einrichtungen zwischenzeitlich großteils abgeschaltet wurden, weil man sich eben den Strom von außen bezieht. Man sieht also einmal mehr, auch bei der Elektrifizierung waren wir sehr weit vorne mit dabei. Und wenn ihr das nächste Mal durch die Region fahrt und noch irgendwo eines dieser schönen alten Trafohäuschen seht, dann macht gerne mal ein Foto davon. Denn ich habe festgestellt, auch diese Zeugen einer mittlerweile vergangenen Zeit, die kommen zwischenzeitlich immer häufiger unter den Presslufthammer und werden irgendwann komplett verschwunden sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis zum nächsten Mal alles Gute und sage Servus und Ade dabei.